Hallo liebe KiCad-Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video-Tutorial für die Version KiCad 6. Ja, hallo liebe KiCad-Nutzer, in diesem Video möchte ich euch kurz zeigen, warum ich so viel Wert lege auf die Bedienung mit der Tastatur. Aber bevor wir damit anfangen, möchte ich hier noch kurz in die Einstellung gehen. Im letzten Video hatte ich das ja gezeigt, hatte aber hier unten die Knotenpunktgröße vergessen. Möchte ich euch kurz zeigen, ich gehe mal hier auf Abbrechen. Ich lege mal hier einfach einen Draht frei in den Raum. Ein Draht legen hier im EE-Schema einfach mit der Taste W für Wire. Ich lege das jetzt hier, ziehe einfach die Maus mal nach rechts. Mit der Taste K lege ich diesen Draht ab. Und wir haben also einen horizontalen Draht, der nirgendwo angeschlossen ist, liegt frei im Raum, jetzt hier auf meinem Schaltplan. Ich wiederhole das Ganze mit einem senkrechten Draht. Ich schließe den hier an. Wir sehen jetzt hier einen Knotenpunkt. Ich gehe von hier unten oder von diesem Knotenpunkt nochmal hier nach unten. Mit der Taste K lege ich jetzt hier einfach den Draht wieder ab. Und ich möchte hier an dieser Stelle einfach nochmal eine Kreuzung zeigen. Und auch hier wieder mit der Taste K ablegen. Mit Escape beende ich das Werkzeug. Also wir haben einmal hier einen Knotenpunkt. Das heißt, diese beiden senkrechten Drähte auf der Seite, auf der linken Seite sind angeschlossen hier an den horizontalen. Dieser rechte, senkrechte Draht kreuzt diesen waagerechten nur und ist also nicht elektrisch verbunden. Kommen wir hier also auf unsere Einstellungen. Ich gehe mal hier auf Größte. Wir beachten mal den Knotenpunkt, diesen Knotenpunkt hier unten auf der linken Seite. Ich sage jetzt hier Größte, OK. Und wir sehen, wir haben also einen schönen großen Knotenpunkt. Wer also ein bisschen Probleme mit dem Augen hat oder vielleicht einen schlechten Bildschirm, wie auch immer, kann also das hier auf groß stellen, sehen wir einen schönen großen Punkt. Die Gegenrichtung ist jetzt kleinste, ich sag mal hier auf kleinste, okay. Wir sehen jetzt hier schon keinen Unterschied mehr und das ist unser größtes Problem. Wir sehen also hier schon keinen Unterschied mehr. Ist das jetzt hier eine Kreuzung oder ist das hier ein Knotenpunkt. Das sehe ich jetzt nur noch, wenn ich hier wirklich richtig reingehe und völlig hineinzoome, dann sehen wir hier beim kleinsten Knotenpunkt hier noch so eine kleine Rundungen. Ja, und jetzt kann ich das Ganze noch auf die Spitze treiben. Ich sage, ich schalte hier auf gar keinen Knotenpunkt. Okay, und wir sehen, jetzt sieht das hier keinen Unterschied mehr hier zu rechts zu dieser Kreuzung. Da also bitte etwas aufpassen, wenn ich also ohne oder mit dem kleinsten Knotenpunkt arbeite, müsste ich jetzt also hergehen, um das hier eindeutig zu machen und sagen, ich lösche diesen Draht. Gehe einfach mal hier unten wieder mit der Taste W auf Wire zeichnen, zeichne den jetzt hier nach oben, gehe hier etwas nach links und klicke einmal auf links, um den jetzt hier an dieser Ecke hier zu fixieren, gehe nach links und wieder nach oben und schließe den so an. Dann müsste ich wirklich so zeichnen, um eine eindeutige Unterscheidung zu machen zwischen einer Drahtkreuzung und Drahtanschlüssen. Deshalb meine Empfehlung, lasst es hier auf Voreinstellung. Ja, oder macht es vielleicht größer, wenn ihr es auf eurem Bildschirm nicht richtig seht. Und wir haben hier also eine eindeutige Darstellung. Und ich sehe jetzt hier definitiv Kreuzung oder Anschluss. Soweit, so gut. So, dann werde ich mal hier das Werkzeug mit Escape beenden. Kommen wir mal jetzt hier zu unserem eigentlichen Video, was ich euch zeigen möchte, warum ich auch so viel Wert lege auf die Tastaturkürzel. Wenn wir schnell und effizient in unserem Schaltplan arbeiten möchten, dann muss ich mir überlegen, stellen wir uns mal vor, wir hätten jetzt hier einen Schaltplan mit ein paar hundert Bauteilen und jedes Mal würde ich jetzt hier mit meiner Maus mich hier rüber bewegen, das Werkzeug auswählen, sagen, okay, jetzt habe ich das Werkzeug, jetzt möchte ich hier einen Resistor. Vielleicht wähle ich hier unten noch nicht mal das wiederholte Platzieren an, sondern sage Resistor, okay, ich klicke jetzt hier drauf, dann klicke ich wieder hier den Resistor an, wiederhole das Ganze und jetzt möchte ich hier vielleicht 50 Widerstände platzieren. Ihr seht, das dauert lange. Irgendwann sage ich vielleicht, okay, ich muss wieder hier rüber, ich möchte jetzt hier eine Spannungsquelle einführen, fügen, sagen wir mal Ground, füge ich das wieder an, ablegen. Das dauert sehr, sehr lange. Wie kann ich jetzt also diese Zeit hier etwas verkürzen?
um schnell und effizient zu arbeiten. Weil, wenn ich das nämlich jetzt hier, wenn ich mal davon ausgehe, hier rüber klicken, wieder zurück, das ist jedes Mal gut eine Sekunde, die ich einbüße an Zeit. Und wenn ich das auf den Tag hochrechne, bei ein paar hundert Bauteilen kommt da schnell mal ein paar hundert Sekunden zusammen, vielleicht auch ein paar tausend Sekunden und ruckzuck habe ich irgendwann einmal die Stunde voll. Ja, 3600 Sekunden und meine Stunde ist voll. Ich breche hier mal an dieser Stelle ab. Wie können wir also das Arbeiten jetzt im Schaltplan mal als erstes schneller machen? Ich speichere das mal. Dazu hatte ich mal gesagt, wir haben hier die Symbolbibliotheken und die, die wir nicht brauchen, die wählen wir uns ab. Das möchte ich euch zeigen, wo wir das erste Mal Zeit sparen können. Ich mache hier mal zu. Auch hier mache ich noch mal zu, weil die Bibliotheken, die ich ja gerade geöffnet hatte, ja schon bereits im Speicher sind oder im Cache-Speicher waren. Und ich mache das jetzt noch mal neu auf. Wir gehen in den Schaltplan-Editor und ich sage jetzt mal mit der Taste A, das ist der gleiche Shortcut für hier Symbole auswählen. Wenn ich hier im Moment drauf bleibe, sehen wir auch Symbol hinzufügen, A in Klammern. Ich drücke hier mal die Taste A und ihr achtet mal auf die Zeit, bis die Symbolbibliotheken geladen sind. Ja, wir sehen, hat schon bestimmt anderthalb, 2 Sekunden gedauert. Ich breche mal ab, gehe hier in meinen Symbolbibliotheken-Editor und mache mir erstmal Gedanken. Das sind jetzt nur, die wir hier sehen, die Bibliotheken, die wir ja standardmäßig installiert haben von KiCad. Jetzt kommen noch unsere persönlichen dazu und vielleicht die noch von Drittanbietern wie DigiKey oder SparkFun, wie sie alle heißen. So, jetzt mache ich mir erstmal Gedanken in meinem grundlegenden Projektplan, den ich habe. Brauche ich denn jetzt hier diese 4x und 4xIEE-Symbole? Brauche ich 74er Logikbauelemente? Brauche ich den Amplifier? Brauche ich das alles? Nee, brauche ich alles nicht. Lassen wir also an dieser Stelle mal einfach weg. Ich brauche auch, ja gut, analog Switch lassen wir mal drin. Vielleicht den ADC lassen wir mal raus. Was nehmen wir noch weg? CPUs brauchen wir jetzt hier vielleicht auch nicht. So, schmeißen wir die auch mal noch alle raus. Devices, Dioden sollte man immer drin lassen. Ganz wichtig. So, digitale Signalprozessoren brauchen wir jetzt an dieser Stelle vielleicht in unserem Ding auch nicht. Filter lassen wir mal drin, Fiberoptik auch nicht, aber die FPGAs wollen wir auch nichts damit zu tun haben in unserem jetzigen Projekt. Ja, also deaktivieren wir diese ganze Geschichte mal, die GPUs vielleicht auch noch, weil mit Grafik haben wir jetzt an der Seite, na, Grafik lassen wir mal drin, aber die grafischen Prozessoreinheiten lassen wir mal weg. So, wir gehen auf OK. Damit sind die erstmal deaktiviert und stehen jetzt hier an dieser Stelle nicht zur Verfügung. Ich speichere das Ganze mal. Und ich muss, um euch das jetzt zu zeigen, da die jetzt im Cache sowieso zwischengespeichert sind, mache ich hier nochmal zu, das KiCad, dann fliegen die aus dem Cache raus. Ich öffne nochmal und na, Doppelklick, wir gehen mal in den Schaltplan wieder hinein. So, ich zoome mal hier rein und ich drücke jetzt wieder die Taste A für die Symbole und wir achtet mal auf die Zeit, bis die geladen sind. Ja, wir sehen, das ging schon ein bisschen deutlich schneller, dass wir also hier unsere Symbole geladen hatten. So, als nächstes mache ich mir Gedanken, nehmen wir zum Beispiel Bauelemente, die ich häufig benötige, wie Widerstände. Widerstände, Englisch Resistor, wir drücken die Taste R. Hier oben in der Suche kommen wir hier auf das Device R für Resistor. Jetzt brauche ich davon vielleicht 20 Stück. Deshalb gehe ich hier unten auf die Einstellung wiederholte Kopien platzieren. Weil ich möchte ja nicht jedes Mal diesen Dialog öffnen. Ich klicke auf OK und sage jetzt Klick, 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 Klick. Lege ich hier mal also schnell eine Menge Widerstände ab, die ich dann in meinem Schaltplan bewegen kann. Mit Escape beende ich das Wiederholen. Ich bin aber nach wie vor in dem Bauteil-Symbole-Auswahl-Dialog. Ich drücke links. Ich brauche bestimmt auch viele Cs. Das möchte ich euch an dieser Stelle zeigen, wo wir auch schnell und platzsparend arbeiten können. Wir nehmen mal das normale C. Ich lasse das mal auf Wiederholten platzieren und lege das jetzt hier vielleicht zweimal ab. Mit diesem großen Symbol verbrauche ich viel Platz im Schaltplan. Deswegen von mir der Hinweis: Ich breche hier jetzt das wiederholte Ablegen ab. Nochmal Klick. Nehmt hier C-Small. Das ist das kleine Symbol. Wiederholtes Platzieren. Wir sehen, das ist deutlich kleiner, spart mir also Platz im Schaltplan, kriege ich mehr auf meine Seite. Auch das lege ich mir jetzt hier, was weiß ich, 5, 6, 7 viele Male ab. Brauche ich mit Sicherheit auch mehrmals. Ich gehe wieder auf Escape abbrechen.
Elko ist auch ein ganz beliebtes Bauelement im Schaltplan. Ich bin hier noch nach wie vor im Auswahldialog. Linksklick C-Polarized ist die Darstellung im der englische Begriff C-Polarized für einen Elko. Auch hier nehmen wir natürlich nicht das große, sondern das kleine Symbol. Das steht hier auch schön freundlicherweise untereinander. Unterstrich Small. Okay, und ich lege mir hier auch gleich nochmal ein paar hin. So, jetzt habe ich das abgelegt. Ich drücke zweimal auf Escape, dann wird das Werkzeug beendet. Wenn ich jetzt ein neues Symbol brauche, müsste ich wieder auf die Taste A drücken. Dann kann ich mir hier das wieder raussuchen. Zum Suchen hier in diesem Dialog auch bitte aufpassen. Zum Beispiel haben wir jetzt hier den LTV, um mal zum Beispiel als LTV so einen Optokoppler zu zeigen. Da haben wir den LTV und es gibt den LTV 847, das ist ein Vierfach-Optokoppler. Wenn ich das jetzt hier so eingebe, 847, sehen wir, den finde ich nicht. Deshalb immer mal nach LTV schauen und hier vielleicht mal ein Stückchen nach unten scrollen. Dann sehen wir hier unten zum Beispiel den LTV 847 und sogar den LTV 847S. Warum wird er jetzt hier, wenn ich hier 847 nicht eingebe, nicht angezeigt? Ganz einfach, in der Bezeichnung ist ein Bindestrich drin und wenn ich jetzt hier 847 eingebe, sehen wir, der voilà, wird er gefunden. Also bitte immer mal, bevor ihr jetzt vielleicht anfangt, ein neues Symbol zu zeichnen, erstmal nach LTV schauen. Ich mache das hier nochmal weg, dass wir alle schauen. Ja, wenn das jetzt so ein Fall wäre, wie so ein Optokoppler LTV, dann vielleicht mal hier ein bisschen hin und her scrollen. Oder wenn ihr das jetzt nicht unter LTV findet, mal einzugeben 847 und dann vielleicht sogar 847S. Dann sehen wir, aha, LTV 847S, hier finden wir es. So vielleicht mal vorgehen, weil ihr die Schreibweise ja nicht unbedingt kennt, wie das jetzt in so einer Bibliothek hinterlegt wurde. So, nehmen wir dieses Bauteil. Wir wollen das jetzt hier nicht wiederholt platzieren. Ich sage mal okay. Das ist ein Bauelement mit mehreren Unterelementen. Die lege ich jetzt hier einfach mal ab. Das sind nämlich derer vier. Warum? Ich habe jetzt hier die Möglichkeit, diese vier Einzelelemente, die zwar auf einem Chip liegen, kann ich aber jetzt hier in meinem Schaltplan frei platzieren auf der Platine. Dann am Ende ist das natürlich ein Chip, aber es macht das Zeichnen im Schaltplan wesentlich einfacher, wenn ich jetzt sagen kann, dieses Element und ich markiere mir das mal, halte jetzt die linke Maustaste gedrückt und ziehe das mal hier hin. Kann ich also hier platzieren, um jetzt hier vielleicht möglicherweise schnell zu zeichnen. Oder ich gehe hier auf mit dem Mauszeiger, mit dem Cursor auf das Element und drücke die Taste M, das ist für Move. Halt, es sollte natürlich das kein anderes Element angewählt sein. So, jetzt mache ich das nochmal. Also es darf kein anderes Element angewählt sein. Ich gehe hier mit dem Cursor drauf, Move, und es wird bewegt. So, der Unterschied zwischen diesem linke Maustaste und ziehen, das ist die auch der Shortcut-Taste G, würde jetzt darin bestehen, dass angeschlossene Drähte mit dem Bauelement verbunden bleiben, während Drähte, die beim Move angeschlossen sind, getrennt sind. Das möchte ich euch zeigen. Also, wie kann ich jetzt schnell arbeiten? Ich gehe mal hier auf meinen Widerstand, sage Taste M, Move, ziehe den hier herunter. Mit der Taste R kann ich Rotate rotieren. Ich hole mir den nächsten, sage hier wieder Move, ziehe den hier runter, Rotate, lege den mal ab. Dann haben wir hier zwei Widerstände. Wenn ich hier drauf gehe, auf unverbundene Pins hatten wir ja in den Einstellungen gezeichnet, wird hier automatisch schon das Werkzeug Zeichnen Wire. Ich könnte es auch mit der Taste W erreichen, angewählt. Ich ziehe das mal hier ran. Hier oben ziehe ich mal den Draht zurück. Und wenn ich jetzt hier die Taste G drücke oder die linke Maustaste gedrückt halte und ziehe das, sehen wir, bleiben die Drähte dran. Ich wähle das nochmal ab. Gehe hier nochmal ran, Taste G, gleiches Verhalten, Drähte bleiben dran. Das ist das sogenannte Ziehen. Und wenn ich jetzt hier mit dem Cursor drauf gehe, Taste M bewegen, wird das Bauteil als solches bewegt. Die Drähte bleiben als
lose Enden hier offen und ich müsste die jetzt neu connecten. Taste M, wieder ein Move, ich lege das hier sauber ab und die werden wieder automatisch unconnected. Nächste Sache ist, wir sehen hier, die Bezeichnungen überschneiden sich. Wie kann ich das verhindern? Automatisches Platzieren dieser Bezeichnungen. Ich kann jetzt hergehen und sagen, ich klicke das hier einzeln an, ziehe das jetzt hier runter, ja, kann ich hier alles, hoppala. So, dann muss ich das aber auch richtig treffen. Dann kommt jetzt hier die Auswahl, ob ich das hier richtig positionieren möchte. Alles schwierig, kostet Zeit. Ich gehe mal zurück. Ich gehe auf dieses Element. Diese Bezeichnung von dem Element liegt hier drüben. Und ich drücke jetzt die Taste O. Damit wird automatisch hier meine Bezeichnung platziert. Damit kann ich schnell und sauber Bezeichnungen platzieren, dass sie sich nicht überschneiden, ohne dass ich jetzt anfange und dieses Element zu wählen. Jetzt das hier irgendwo mit der Maus da hinzuschieben, das kostet alles Zeit. Ich gehe einfach hier drauf, Taste O, abwählen, es darf nicht ausgewählt sein, Taste O und es wird automatisch platziert. Schnelles Arbeiten im Schaltplan. Nächster Streich, wir wollen Werte vergeben. Wie kann ich jetzt also sagen, okay, ich möchte jetzt hier einen Wert haben. Das ist ja nur ein Widerstand, R, welchen Wert hat er? Auch hier kann ich jetzt über das Kontextmenü zum Beispiel in die Eigenschaften gehen, beziehungsweise den Wert editieren, ja, indem ich jetzt hier drauf gehe und den Wert editieren. Das geht aber auch viel schneller, indem ich einfach hergehe und gar nicht mit dem Kontextmenü arbeite, sondern die Taste V für Value drücke, gebe jetzt hier ein 1K, Enter und schon habe ich einen 1 Kiloohm Widerstand. Dieser Widerstand hier drüben, der möge jetzt Taste V, meinetwegen 3K3 sein, 3,3 Kiloohm und schon ist das hier vergeben. Das gleiche kann ich jetzt hier mit meinen Kondensatoren machen. Ich gehe also hier drauf. V ist immer Value für Wert. Meinetwegen in dem Fall jetzt hier 10 U für 10 Mikro. Ja, Farad. So, oder ich gehe mal auf dieses Bauelement, sage jetzt hier V und sage 100 Nano für Nanofarad. Über die Bezeichnung von Bauelementen in Schaltplänen gibt es genügend Anleitungen im Internet, wie ihr das zu bezeichnen habt. Der Wert, also das Kilo, Nano, Mega, Giga, wie auch immer, ist immer das Komma. Wenn ich also jetzt hier einen, sagen wir mal zum Beispiel, ich gehe nochmal auf V, einen 100 N1 nehmen würde, gibt es zwar nicht, wäre das jetzt also ein 100,1 Nanofarad Kondensator. Den gibt es zwar so nicht, aber das wäre jetzt die richtige Bezeichnung. Also dieses Nano, Kilo, Mega etc. Ersetzt das Komma und ich kann hier damit so Komma-Werte darstellen. So wie hier eben 3K3 für 3,3 Kilo. Die gibt es übrigens. So weit, so gut. Dann kann ich noch hergehen, zum Beispiel das Rotieren von Bauelementen. Wie gesagt, hier mit R kann ich also schnell rotieren. Was noch zwei wichtige Tasten sind, das funktioniert jetzt beim Widerstand nicht, aber hier können wir das mal schön sehen, sind die Tasten X und Y, das ist sogenannte Spiegeln. Wenn ich X spiegel, also X wird hier in der senkrechten, das Bauelement herumgedreht in der senkrechten Achse, 5 wandert von links nach rechts und die 12 entsprechend zurück. Ich drücke jetzt, gehe nochmal hier drauf, drücke nochmal X. Wir sehen, also es springt hier immer hin und her. Und die Alternative ist dann das Spiegeln um die Horizontalachse mit Y. Wir sehen also, die 5 springt jetzt hier immer hoch oder runter. So kann ich auch schnell Bauelemente oder nicht Bauelemente, Symbole drehen, um hier möglicherweise einen besseren Anschluss zu finden, wenn ich jetzt hier den Pin 6 benötige. Und ich komme jetzt hier mit meinem Wire von hier oben. Ja, und der wäre jetzt, der Pin 6 wäre jetzt hier oder der Pin 5 wäre jetzt hier unten, müsste ich das ja so machen. Und mit dem Pin 6 dann entsprechend vielleicht hier so wieder weiterzeichnen. Ja, dann habe ich hier, hoppala, ich zeichne das nochmal so aus. Mit der Taste K lege ich das mal ab. Dann hätte ich ja hier so eine blöde Kreuzung drin. Und um das zu vermeiden, könnte ich jetzt eben hergehen und sagen, okay, ich mache hier nochmal die Drähte weg. Schmeiß die nochmal raus.
Ich spiegel hier mit Y um die Horizontalachse und ziehe hier jetzt einfach das so ran und vielleicht so ran. Und schon hätte ich hier vermieden, so eine komische Kreuzung zu haben. Das sind erstmal so auf den ersten Blick die wichtigsten Tasten, die ihr braucht, um schnell in einem Schaltplan zeichnen zu können. Das soll es für heute mal gewesen sein. Setzt euch bitte mit den Shortcuts auseinander. Ihr findet sie hier unter den Tastaturbefehlen auflisten bzw. hier unter den Einstellungen Tastaturbefehle. Setzt euch da mal mit ein bisschen auseinander und übt das ruhig mal. Ja? Ihr müsst noch nicht einen richtigen Schaltplan zeichnen. Geht einfach mal her, nehmt euch ein paar Bauelemente und probiert das einfach mal aus, dass ihr einfach mal ein bisschen mit der Maus und mit der Tastatur schneller werdet. Wichtig auch noch, merkt euch bitte C-Small und C-Polarized für Elcos. Also nicht nach Elco suchen, sondern C-P und ihr seid auf euren ordinären deutschen Elco, im Englischen C-Polarized. Macht's gut und bis demnächst.